neuen Video. Letzte Woche ist mir ein besonderer Trend aufgefallen, und zwar wie du aus einem BH-Träger ein Armband machen kannst. Du schenkst es dann deinem Freund und er freut sich da mega drüber. Ich weiß zwar noch nicht den Grund, warum er das macht, also ob das irgendwie ein Liebesbeweis ist oder was anderes. Also schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu alt für diesen Trend. Aber es ist wirklich super einfach und schnell gemacht, und los geht's. Als erstes suchst du einen BH deiner Wahl aus und schneidest dann hinten beim Rückenteil diese Schlaufe dann durch. Wichtig ist, dass das Armband später auch verstellbar ist. Also ich habe es jetzt bei mir eingestellt, dass ich eben so 5 cm Spielraum habe. Als nächstes brauchen wir die Armbandlänge. Also bei meinem Freund habe ich jetzt 18 cm am Armgelenk gemessen. Wenn du jetzt noch nicht genau weißt, wenn es eine Überraschung wird für deinen Freund und du nicht weißt, welches Maß, kann das vielleicht hilfreich sein für dich. Und dann zählst du nochmal 2 cm dazu, weil wir brauchen das nochmal als Nahtzugabe. Und dann schneide ich im Grunde vom Ring entlang bis hin zum anderen Ende, messe 20 cm, schneide es dann hier ab und fädel dann das Trägerende durch den Ring, mache einen Einschlag von 2 cm, die wir eben dazu gerechnet haben. Dann kannst du das entweder mit der Hand zunähen oder in meinem Fall mache ich es eben mit der Nähmaschine. Der BH ist ja jetzt verschnitten und wir können jetzt für uns Mädels auch was machen, und ich habe mir jetzt da 2 Varianten einfallen lassen, wie wir das auch ein bisschen aufpeppen können. Bei dieser Variante ist jetzt so, du machst genau das Armband gleich wie bei der Variante davor, also wie das von deinem Freund, nur vielleicht vom Maß her müsst ihr es vielleicht ein bisschen ändern. Also bei mir ist das Handgelenk einiges schmäler, also ich habe hier 15 cm und mache dann eben plus 2, dann habe ich eben 17 von der Länge her. Und dann manchmal ist ja so, dass beim BH ja noch irgendwo eine Schleife dran ist, und die kannst du dann jetzt runterschneiden. Dann probierst du das Armband an auf deinem Handgelenk, dann positionierst du dir das so, also suchst dir eine Stelle, wo du die Schleife drauf haben möchtest, markierst du das entweder mit der Stecknadel oder mit dem Stift, je nachdem, was du eben gerade zur Hand hast, kannst das Armband dann ausziehen und dann die Schleife von Hand oder mit der Maschine annähen. Dann ist auch schon wieder fertig und tragebereit. Die nächste Variante wird etwas dekorativer mit diesen Ringen hier. Also du legst dir mal diesen Träger einfach vor dir hin, schaust wieder, dass zum Verstellen so circa 5 cm drinnen sind, und dann lässt du einfach das Trägerende oder den restlichen Träger einfach mal ein bisschen länger, und du brauchst eben 7 Ringe dazu. So, du fädelst dir jetzt erst einen Ring ein, schiebst ihn jetzt hier bis zur Markierung zurück. Also ich habe hier vom Versteller 2,5 cm rüber gemessen, hier habe ich die 5 cm. Schieb mir den hierher. Dann kann man auch schon den zweiten hier einfädeln. Und den zweiten schiebe ich jetzt über den ersten, also so ein bisschen nach links, damit wir hier beim ersten wieder rückfädeln können. Dann siehst du schon, den ersten schieben wir wieder zurück bis zur Markierung. Den zweiten legen wir jetzt nach rechts. Dann haben wir dieses Muster schon mal. Dann kommt der dritte Ring. Und den legen wir uns jetzt so hin, dass der hier Stoß an Stoß hier auf den, also auf den ersten Ring liegt, und fädeln das dann hier diesen Zwischenraum, der sich jetzt beim zweiten und beim dritten Ring ergibt, hier fädeln wir das dann durch. Jetzt müssen wir schauen, weil tendenziell wird das jetzt eben so zusammenklappen, dass wir eben hier ein bisschen Spiel geben vom Träger, dass es hier dann locker sein kann. Und dann kann man auch schon den nächsten einfädeln. Den legen wir jetzt so wieder hin, dass er mit dem zweiten Stoß an Stoß liegt. Also so. Und fädeln es dann hier durch diesen Ring durch. Schaut das schon mal so aus. Da
können wir den nächsten auffädeln. Hier schauen wir wieder, dass es mit dem unteren Ring hier Stoß auf Stoß liegt. Ich kann das mal wegschieben da. So, hier so. Den oberen Ring drüberlegen und dann auch beim oberen Ring wieder zurückfädeln. Hier wieder schauen, dass du ein bisschen dem Spiel gibst mit dem Träger, also dass du es nicht zu fest zusammenziehst, sondern locker eher ist. Dann den vorletzten Ring einfädeln. Hier schauen wir wieder, dass er mit dem oberen Ring, also mit diesem hier, so Stoß an Stoß liegt. Und beim unteren Ring, also bei dem hier, fädeln wir wieder zurück. Dann kann man auch schon den letzten einfädeln. Hier schauen wir wieder, dass es mit dem oberen Ring hier auf Stoß an Stoß liegt und fädeln durch den unteren hier wieder zurück. Und da das jetzt unser letzter Ring war, fädeln wir hier wieder zurück. So ist dann unser Muster. Jetzt kannst du hier noch mal ein bisschen justieren, dass es eben schön locker liegt, weil es zieht sich eben ein bisschen zusammen. Aber so schaut dann das Muster aus. Dann kannst du auch wieder die Armbandlänge messen, also dein Umfang plus 2 cm, also in meinem Fall eben 15 plus 2, schneid dann bei 17 das ab und fädelt dann das Trägerende durch den Ring mit dem Einschlag 2 cm. Nähst dann wieder mit der Maschine an, du kannst natürlich auch wieder mit der Hand annähen. Dann ist das Armband fertig und tragebereit. Solltest du deine BHs nicht zerschneiden wollen, wir haben alle Zubehörsachen auch in unserem Onlineshop auf meinespitzen.com. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis bald. Ciao.